Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. So, einmal Jäger raus. Ja, in irgendeinem Grab sind wir hier jetzt. Aber warum? Okay. Soll mir ja egal sein. Da ist noch was. Da. Scheint noch allerhand zu sein. Zwei Dinger. Was ist das nochmal? Kann ich im Moment nicht sagen, was das ist. Antike Stele. Hier werden Sie besonders wachsam sein. Gemacht. Du hast recht, das wird wirklich nicht lange dauern. Ich sehe gar nichts. Ja, sag ich doch. Kürzer. Ja, sicher, wir nehmen die Fackel, die ist besser. Jetzt weiß ich auch, warum die hier so bepicht sind. Ja, warum die das so bewacht haben. Ist was im Weg? Ja, da ist was. Ach so, nein, das war jetzt mein Fehler. Versperrt. Ja, ist ja gut. Und jetzt geh einfach nach oben. So. Halt, nicht weiter. Weil hier können sich überall lecker Schlangen verbergen. Ja, die sieht man so. Alter, guck dir das mal an. Warum kann ich da nicht alles mitnehmen und verticken? Sag ich doch, ja, scheiße, da hat mich doch getroffen. Die Sau. Oh, drei Stück, ey. Oh. Wenn du da reinläufst, hast du keine Chance. Nein.
Nö. Weil ich bin in jedem Spiel hier, in jeder Session bin ich angespannt bis dort hinaus. Ehrlich, absolut. Oh. Sag mal, wie viele Schlangen sind denn hier? Hier könnte ich ja schon eine Schlangenphobie kriegen, ey. Jo. Zeig. Aber die Stele, die ist da hinten. Da muss ich auch irgendwie hinkommen. Okay, Vorsicht hier. Sollte ich vielleicht nicht halten. Nicht wirklich, dann ist dann nicht so prickelnd. Nee, aufheben will ich den nicht. Das sind Bakterien, ne? Dass wir hier schon fertig sind. Nein, auf keinen Fall. Da habe ich irgendwas übersehen. Habe ich irgendwas übersehen. So, da ist das. Behalte. Ja, was ist hier drin?
Na gut, dann haben wir jetzt noch die Stele vor uns. Yep. Ich im Leben nicht drauf gekommen. Musste ja jetzt irgendein Loch in der Wand, der ich übersehen hatte. Logisch. Sonst hätte ich ja... Ja. Nada, niente. Aha, jetzt haben wir da abgeschlossen. So, jetzt kommen wir raus hier. Ja, jetzt kommen wir raus. Jetzt passt mir dann auch. Sich keiner, mich zu sehen. Wieso nicht? Die sind schon alle hinüber. Glaube mir. Alt. Da ist noch Kohle. So, und dann haben wir noch mal in diese Richtung 300, ja, knapp 300 Meter. Dann werden wir wohl schon mal hinkriegen, oder? Ich weiß nicht, was das ist. Es sollte nicht größer sein als, naja, 20 Minuten. Das ist dann schon... Ja, ich habe gesehen, ich habe ein paar Folgen wirklich gemacht über ja, 35 Minuten, über 40 Minuten, eine sogar fast 50 Minuten oder darüber. Ja, das war schon pur. Deswegen, ich nehme jetzt mal ein paar kürzere auf. Irgendwann wird garantiert wieder welche kommen, wo ich dann nicht anders kann als unbedingt... Moment. Was habe ich denn hier schon wieder verpasst? Wird sicher gut verteidigt. Ja, ja, logisch. Sehr gut sogar. Mit viel Toten. Die sind alle schon hin. Vielleicht ist er doch wirklich in der Richtung. Auf jeden Fall werden wir weniger. Thank you.
jetzt nicht raus, ne? Oder? Nee. Das doch müsste ich rauskommen. Alt! Hier habe ich einen übersehen. Sorry, Kumpel. Sollte keine... Na! Mutwilligkeit sein. Keine Boshaftigkeit. Eisenbrocken. Halleluja. Ja. Ich höre schon wieder Schlangen hier, ey. Nein, diese Quest habe ich gekriegt. Da haben sich zwei gekloppt. Da bin ich nur dazwischen gegangen und der eine hatte diesen Zettel in der Tasche. Ja. Dadurch habe ich diese Quest gekriegt. Also, dieses Abholen. Ja, das war's. Naja, ich wollte ihn erst anheuern, aber nicht so prickelnd. Ja, Freunde, ihr seht, ich bin woanders hingereist und extra für euch. Und ja, wollen wir mal gucken. Bloß nicht sehen lassen. Nee. Ob ich die Kumpels nicht hier mal eben auf nett wegmachen kann. Na? So, der ist gut. Den machen wir natürlich auch weg. Aber den holen wir uns ran. Mach das. Ist ganz äußerst wichtig. Und tschüss. Was? Ja, genau das. Eine Fackel aufnehmen und Quatsch. So. Gehen wir mal hier schnell weiter. Ja, ja, du hast ja recht. Ich gebe dir ja recht. Einmal. Zweimal. So, auch egal. Scheiße. Schön durchgezogen, ne? Ja. So, dann werden wir mal. Ja, ja. Ihr könnt alle gucken, wie ihr wollt. Was ist das denn? Oh, das Hades. Mhm. Jetzt weiß ich nicht. Oh. Das ist alles Clown hier. Na gut, warum nicht? Alt. Mhm. Alles Clown hier. Geil. Macht umso mehr Laune. Ostraka. Und wo ist der Schatz? Da drüben. Ja, ja, den nehmen wir uns gleich vor. Taurenfeld. Warum gehe ich nicht gerade? Hm. So. Okay. Einen holen wir uns hier raus. So. Wunderprächtig. Und raus hier. 65. Nein, sind nicht geil, Kumpels. Geile Sache und Gesundheit verbessert. So, jetzt gucken wir uns das Ostraka-Rätsel nochmal an. Hm. Ins Inventar. So. Oh, da haben wir jetzt endlich drei. Ja, das ist das. Such nach einem Kentauren aus Stein inmitten eines Teichs in der Flachsebene. Geh in die Richtung, in der er sieht, bis du eine weitere
Kentauren in einer anderen Richtung weist. Fürchte dich nicht, wenn der Nebel dichter wird, denn ich werde sicher in einer Höhle voller Schätze, dass du mich findest. Hm. Okay. Flachsebene oder Flachsebene, Flachsebene. Keine Ahnung. Hier muss das sein. Okay. Also, das ist ein Weg dahin und ja, wieder eine Suchquest. Ich hole euch dabei, wenn ich dann da bin. Bis gleich. Ja, hallo Freunde. So, da seht ihr, da der Kentauren, da in Nee, und da oben ist die einzigste Höhle, die ich in dieser Region gefunden habe. So, jetzt heißt es also hier, halt, Moment. Moment, ist das nicht irgendwie mit dem eine Schale voller Obst oder irgend so was? Früchte, fürchte dich nicht, wenn der Nebel dichter wird, denn ich warte sicher in einer Höhle voller Schätze. Kentaure damit, ne? Gehen in Richtung. Ja, fürchte, nicht früchte. Okay. Gucken wir mal. Muss ja hier irgendwo sein. Ah! Und schon 2% Hochleistungsfähigkeitsschaden. Okay, nicht schlecht. Gut, haben wir erledigt. Wer war er eigentlich? Da ist er, der Kentauren. Und in die Richtung sollte ich da gucken gehen. Und da ist die Höhle. Gut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich an anderer Stelle wieder. So, Freunde, ich bin wieder durch die Gegend gelatscht und ihr seht's gerade. So, antike Tafel und zwei Schätze, also einen muss ich nur noch plündern da. Ja, aber wie gesagt, ich laufe hier durch die Gegend, weil die Fragezeichen laufe ich hier ab und, aber ich mache... So Sachen mache ich nicht ohne euch, könnt ihr mir glauben. Ja, das auf keinen Fall. So, dann haben wir das doch auch erledigt. Wunderbar. Aber hier ist auch nichts mehr. Nee. Anscheinend nicht. Nee, wir so ein bisschen hier durchtauchen, aber... Hier kann ja nichts mehr sein. Nee, an für sich absolut wirklich nichts. Gar nichts. Oh. Rein gar nichts. So. Und ehe ihr jetzt zu Tode gelangweilt seid. Komm schon. Ich frage mich nur. Ja, ich zeige euch immer das, was ich meine. Irgendwo habe ich hier hinten. Ja, die Kasperköppe da nicht, interessiert mich eigentlich nicht. Ich hatte hier irgendwo eine Schatztruhe gesehen, aber sie ist verschwunden. Ja, was ist das denn? Achso, 12.000. Das ist ein bisschen weit. Okay, nein, ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Hallo? Also, unten Abo ist doch perfekt. Und euer Tag und mein Tag ist gerettet. Also, bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Rede geschrieben, Söldling. Im Auftrag eines Politikers. Aber es sind meine Worte. Was hat das mit mir zu tun? Er muss die Rede erhalten. Aber überall lauern Spione. Seine Rivalen wollen alle wissen, warum er so eloquent ist. Also soll ich sie dem Politiker bringen? Die Götter sind gnädig. Das ist genau, was ich will. Ist gut, ich mache es. Du bist heldenhaft. Ich muss dann mal los. Schon wieder an zu. Ich
ich will jetzt nicht sagen, dass, nein, langweilig ist mir auf keinen Fall, aber ich fange hier an zu gehen, ne? Ich sage, heute ist ein Tag. Ja. Wenn wir jetzt mal... Oh Mann, meine Nase ist zu, alles ist zu. Ja. Hey, hey, hey. Nicht da hängen bleiben. Bestimmt wieder abgeschirmt. Ja, doch nicht. Da ist er. Der wartet schon auf die Rede. Ach, herrlich. Oh. Ja, eklig. Eine Schriftstellerin sagte, du wartest darauf. Oh, gut. Damit hatte ich schon gerechnet. Aha. Hier, deine Bezahlung. Gut. 2,8. 92 Eisenbogen. Schön. Sehr gut.